Willkommen und heute stelle ich euch das Spiel Geometrie Dash im Deutschen oder Geometry Dash vor. Also hier könnt ihr euer Icon wählen. Ja. Hier ein Name, mein Blazecraft LP ist jetzt mein YouTube-Kanal, ist jetzt auch egal. Hier könnt ihr euer Quadrat eben wählen. Hier könnt ihr euer eigenes Level erstellen, aber das geht erst nur in der Vollversion, also wenn ihr es euch einfach kauft. Und wenn jetzt die kostenlose Version da ist, einfach nichts. Ja, so, jetzt beginnt das Spiel. Es ist so eine Art Jump-and-Run-Spiel. Also es geht von alleine los, ihr müsst einfach drauf tippen, dann springt es eben sofort. Ja, das war's eigentlich schon. Das ist eigentlich zur Steuerung, aber das Spiel ist eigentlich schon schwer. Man muss es einüben. Das ist schon ein bisschen, man braucht schon ein bisschen Taktgefühl. Ja, dann gibt es noch eigentlich den Practice Mode. Da kann man eigentlich Safe States setzen. Also, wenn man jetzt stirbt, dann hier die Smaragd-Rauten setzen jetzt, wo man jetzt, wenn man stirbt, wo man jetzt wiederbelebt wird. Auf diesen Taste kann man den letzten Sterbenspunkt, sag ich jetzt mal, wegmachen. Und hier könnt ihr dann einen hinzufügen. Das ist jetzt der Jet-Mode. Da kann man einfach mit einer Rakete jetzt rumfliegen. Ja, das Spiel sieht krank aus. Aber eigentlich, wenn man das erste Level gut drauf hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ja, das war's eigentlich auch schon.